Es gibt unglaublich viele Temporelationen in dem Stück auch. Also man hat das Gefühl, das ist wie so ein Räderwerk, was so ineinander übergeht die ganze Zeit. Ab und zu hält es an. Manchmal denke ich, das ist so wie, ja, wie eine Komödie halt, ist so ein bisschen unrealistisch eigentlich, wenn man sich den Plot genau anguckt. Und die Protagonisten werden so wie Marionetten geführt, ja, auch von der Musik her. Und das finde ich unglaublich spannend. Es gibt Farben in dem Stück, die kommen der Absurdität der einzelnen Situationen sehr nah. Ja. Ich glaube, das ganze Stück geht darüber, dass man diese Kraft, die Falstaff verkörpert, austreiben will. Man will sie nicht wahrhaben, man möchte sie auch vor sich selber nicht zugeben, dass es diese Kraft gibt. Und dieser Vorgang ist schon ziemlich drastisch, würde ich mal sagen. Und wird auch natürlich in der Musik auch dementsprechend drastisch dargestellt. Also das ist nicht nur lustig, aber ich würde grundsätzlich sagen, dass das ganze letzte Bild was anderes ist, als was vorher passiert. Also die Nymphen, die Elfen, irgendwie weitet sich da der Raum, finde ich. Und es ist auch eine ganz andere Tonart. Das ist ein sehr komplexes Bild, dieses letzte Bild, finde ich. Ja, also das ist nochmal eine Oper in der Oper, so und so ein bisschen eine gewichtige Szene. Ist ja auch sein Abschied, also als Komponist. Und ich glaube, da hat er nochmal alles reingelegt.